Ich muss heute Gitarre üben. Bleib dran. Ja, warum muss ich Gitarre üben? Weil ich morgen in das Abbey Road Institut nach Frankfurt gehe und mich mit ein paar interessanten Menschen treffe. Und wir wollen so zum Spaß, eine Covernummer aufnehmen. Und zwar von der Gruppe Cream, I Feel Free. Ein uralter Schinken, ich glaube, der ist von 67 oder sowas. Und ich habe den noch nie gespielt. Den muss ich mir heute mal so ein bisschen anhören. Ihr könnt da dabei sein, bleibt dran. Sehen, was draus geworden ist. Ich spiele jetzt mittlerweile 10 auf 52. Ne? Muss ja irgendwann mal erwachsen werden. Irgendwann muss das mal sein. Ne? Geil. Ja, ich wollte mal. Geil. Und die zweite ist jetzt gerade im Bau. Komisch, ich habe auch gerade angefangen, Tele zu spielen. Tele ist geil. Ich habe jetzt eine Troussard. Ich denke, das wäre Sumpfen. Ich denke, das wäre Sumpfmöhre oder irgend sowas. Was hast du gesagt? Sumpfesche. Und Vogelaugen, Ahornhals und Sumpfesche Body. Und eine SSL. Übrigens, ich habe jetzt die gleiche Gitarre, die du auch hast vom Candela. Fast wie eine elektrische Gitarre, der Hals, gell? Jack nicht da ist. Bis Sommer jetzt, du hast eh noch eine akustische Platte gut mit mir. Ja? Können wir doch so ein paar eigene akustische Dinger schreiben, zusammen machen und dann kann man das auch dann da live umsetzen. Oder so ein bisschen akustisch betonen können wir doch auch machen. Für oh ja, wir machen Composition Cross Atlantic. Ja, machen wir. Bis Niederdorffelden. Haben wir eine Platte. Eine neue Platte. So, jetzt haben die Spielkinder wieder alles Mögliche gemacht, nur das, was sie eigentlich sollten, nämlich den Song von Cream aufzunehmen. Aber es war trotzdem ein schöner Tag und wir haben drei wichtige Entscheidungen getroffen.
Entscheidung Nummer 1 ist, wir bringen das Field Tripping wieder nach Niederlofelden in 2019. Entscheidung Nummer 2, wir machen aus dem Field Tripping Festaufnahmen von 2018 ein Album und werden das veröffentlichen. Und Entscheidung Nummer 3, wir nehmen ein neues Album auf. Das ist super. Also, Micha, unser Producer, ist auch mit an Bord und es wird bestimmt eine spannende Sache. Das Album wird ein bisschen was anderes als die vorherigen. Lasst euch überraschen. Ja, und das war's schon wieder, was ich heute zu sagen habe. Bleibt mir gewogen, bleibt dem Kanal gewogen und see you next time. Ciao!